Okay. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mit kleiner Verzögerung starten wir. Es gab da noch technische Problemchen, die haben wir aber jetzt gelöst. So, also ganz herzlichen, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, nochmals im Namen des Bundesverbandes Alternative Investments, oder heute sind wir der Bundesverband Nachhaltige Investments, weil das Thema ESG steht im Fokus dieses Webinars. Ich hoffe, Sie sitzen alle klimaneutral am Bildschirm und können jetzt dann dem Webinar ESG Risikomanagement und Reporting für Alternative Investments folgen. Ich freue mich als Kooperationspartner Yegor Tokarevich, Managing Director bei Substance Over Form, unserem Mitgliedsunternehmen, begrüßen zu dürfen. Und bevor wir jetzt mit der eigentlichen Präsentation starten, darf ich kurz noch ein paar Dinge zum Verband sagen. Sie kennen uns alle, die Interessenvertretung der Alternative Investment Branche in Deutschland. Ein Netzwerk von mittlerweile über 212 Vertretern der Alternative Investment Branche in Deutschland, einem großen Fokus auf institutionelle Kapitalanlage, repräsentiert bei uns im Verband durch den Investorenbeirat. Unsere Events kennen Sie auch und ich hoffe, viele von Ihnen waren auf der AIC im Mai. Und neben den Präsenzveranstaltungen seit diesem Jahr auch unser Webinarformat. Jetzt möchte ich direkt auch ins Thema springen. Es geht heute um das Thema ESG, was für uns im Verband jetzt auch schon seit über 2 Jahren wirklich ein Schwerpunkt der Lobbyarbeit ausmacht. Und einführend möchte ich da einmal nochmal den Aktionsplan Sustainable Finance skizzieren, weil in dem bewegen wir uns aktuell. Die EU-Kommission hat vor über 3 Jahren eben diesen Aktionsplan gestartet. Es geht darum, die EU-Kommission möchte Kapitalströme umlenken in nachhaltige Anlagen. Es soll, dass Nachhaltigkeit in das Risikomanagement, in die Investitionstätigkeit institutioneller Investoren einbezogen werden. Und natürlich soll in diesem Kontext die Transparenz und Langfristigkeit der Kapitalanlagen auch vergrößert werden. Das sind Zielsetzungen der Kommission, um die drumherum ein Maßnahmenpaket aufgebaut wurde, in dessen Zentrum die Einführung einer EU-Nachhaltigkeitstaxonomie steht. Flankiert wird diese Taxonomie, zu der ich gleich noch 2, 3 Sätze sagen werde, von umfangreichen Einzelmaßnahmen, die zum Beispiel sich auf Maßnahme 2, Normen und Kennzeichen für ESG-Finanzprodukte beziehen. Nummer 4, oben links, die Berücksichtigung von ESG-Faktoren in der Investitionsberatung. Wir sprechen hier von einer Änderung der MiFID-Richtlinie. In Zukunft muss ich die Erwartungshaltung und die Vorkenntnisse meiner Kunden im Kontext von ESG abfragen, ob gezielt ESG-konform investiert werden möchte. Es betrifft aber auch natürlich die Asset Manager und die Investoren. Wir gehen jetzt auf Maßnahme Nummer 7, die Berücksichtigung von ESG-Faktoren sowie zur stärkeren Offenlegung. Hier reden wir über Änderungen in der AIFM-Richtlinie, in der OGAF-Richtlinie. Jetzt springen wir zu Maßnahme 8, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Anlagevorschriften, die EBAF-Richtlinie, Solvency-Richtlinie. In all diesen regulatorischen Maßnahmen findet sich das Thema ESG jetzt wieder. Und drumherum gibt es natürlich eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen, die berücksichtigt werden müssen.
Deswegen komme ich jetzt zum Thema Taxonomie, was ich eben im Zentrum dieses Maßnahmenpaketes lokalisiert habe. Hier reden wir davon, dass die EU-Kommission und in der letzten Woche ist dieser Taxonomiebericht der Technical Expert Group veröffentlicht worden auf rund 415 Seiten, den oder wie soll ich sagen, eine Definition, ein Regelbuch entwirft, welche ökonomischen Aktivitäten Beiträge, substanzielle Beiträge zur Erreichung der sechs festgelegten ökologischen Zielsetzungen leisten. Ohne jetzt in diesen Taxonomiebericht im Detail zu gehen, möchte ich Ihnen nur diesen Bericht sehr ans Herz legen, weil er enthält eine Beschreibung, was sind aus Sicht der EU-Kommission inklusive der Expertengruppe ökonomische Aktivitäten, und das ist wichtig zu betonen, es geht um Aktivitäten, es geht nicht um Unternehmen, es geht um Aktivitäten, die einen entsprechenden Beitrag beispielsweise beim Klima, bei der Abmilderung des Klimawandels, bei der Umsetzung auf eine nachhaltige ökologische Umwelt im Hinblick auf Wasser oder Schutz von Wasser und marinen Ressourcen hin zu einer Wandlung in eine Circular Economy etc., die dort entsprechende Beiträge zu leisten, messbare Beiträge. Und vor diesem Hintergrund ist es für jeden auch wichtig, sich mit dieser Taxonomie auseinanderzusetzen, weil die wird am Ende eine Art Benchmark sein für die Beurteilung, ob ich im Rahmen einer Aktivität taxonomiekonform bin oder nicht. Es gibt entsprechende Reportingpflichten und Darstellung und Transparenzpflichten. Um aber präzise zu sein, diese sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verpflichtend. Die Taxonomie ist also eine Benchmark. Es ist eine Empfehlung der Kommission, die auch dann einen gewissen Stellenwert für Investoren und alle Finanzinstitute haben wird. Es ist aber nicht verpflichtend, dass ich mich zwingend an diese Taxonomie halte. Das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Das war auch ein wichtiges Anliegen für uns als Verband. So, die Taxonomie und die Sustainable Finance Initiative habe ich jetzt noch mal kurz umrissen. Unten finden Sie noch einen wichtigen Link mit Hinweisen, wie nutze ich die Taxonomie, wie soll sie wirken, wo Sie das in Ruhe nochmal nachlesen können. Und jetzt darf ich an der Stelle zu Herrn Tokarewitsch übergeben, nicht ohne zum Schluss noch einmal auch auf unsere Homepage zu verweisen, wo wir einen eigenen Themenschwerpunkt zum Jahreswechsel zum Thema ESG hatten mit zahlreichen Informationen, Fachbeiträgen, Leitfäden, Statistiken, rechtlichen Rahmenbedingungen etc. rund um das Thema ESG. Der ist zwar vom Jahreswechsel, es sind aber viele grundsätzliche Papiere dabei, die für Sie wichtig sind, über alle laufenden Aktivitäten rund um das Thema ESG und Sustainable Finance Initiative informieren wir Sie natürlich in unseren Infomails bei unserer Homepage. Und jetzt darf ich an Herrn Tokarewitsch übergeben. Ja, Frank, vielen Dank für die Vorstellung. Meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. Wir haben hier erfreulicherweise mehrere hundert Anmeldungen bekommen von Banken, Versicherern, Pensionskassen, Ratingagenturen und sonstigen Finanzmarktteilnehmern. Ich glaube, dadurch können wir wirklich jetzt sehen, dass das Thema sowohl sehr relevant und aktuell ist, als auch wirklich finanzsektorübergreifend. Ich schaue mal ganz kurz, genau, das funktioniert hier. Genau, vielleicht mal ein paar Worte. Mensch. Genau, ein paar Worte zu mir vielleicht im Vorfeld. Mein Name ist Jegor Tokarewitsch. Ich arbeite als Geschäftsführer von der SOF. Wir sind Spezialisten für alternative Investments und regulierte Finanzinvestoren. Das heißt in erster Linie Asset Owners, also LPs,
aber auch ihre Asset Manager sowie sämtliche andere regulatorische Service Provider wie das Service KV geben. Wir bilden Brücken zwischen den alternativen Investments und den regulierten Investoren, indem wir zum einen Investor Reporting erbringen nach Solvency, Basel, VOAG und so weiter, unterstützen aber auch im Rahmen von Risikomanagement, indem wir beispielsweise qualifizierte Infrastruktur nach Solvency II, also qualifizierte Infrastruktureinstufung vornehmen oder Finanzmodelle bilden und so weiter. In dem Zusammenhang war natürlich das Thema ESG eine logische Fortsetzung von den Risikomanagement-Aktivitäten. Deswegen haben wir hier sehr frühzeitig auch schon mit LPs und GPs Ansätze entwickelt und umgesetzt. Und ich freue mich auch mal, Ihr Feedback hier zu erhalten. Stellen Sie uns gerne Fragen und dann freuen wir uns auf die ja, lebhafte Diskussion. So, der Herr Donseifer, der hat ja schon mit regulatorischen Anforderungen angefangen. Ich würde da auch gleich anknüpfen. Und zwar fangen wir zunächst mal mit den Verordnungsentwürfen aus dem Mai 2018 an. Wir sehen hier, es gibt im Grunde genommen drei Entwürfe. Zum einen ist das Thema Taxonomie, von der Herr Donseifer ebenfalls berichtet hat. Es ist im Grunde genommen ein freiwilliges Wörterbuch, ja, was grüne Aktivitäten definiert. Und zwar ausschließlich grüne Aktivitäten. Das definiert nicht alle Aktivitäten. Das heißt, das, was da nicht drin ist, heißt nicht, dass es nicht grün ist. Es definiert aber zumindest mal gewisse Aktivitäten und ist auch auf freiwilliger Basis anzuwenden. Also ich kann auch sämtliche andere grüne Standards anwenden, wenn ich das will, aktuell zumindest mal. Das zweite Thema ist, sehen Sie hier im zweiten Bullet-Punkt, Integration und Offenlegung. Hier geht es um EBAF, aber auch IFM und UCITS-Gesellschaften, die eben ESG-Risiken in ihre Investment- und Risikomanagement-Prozesse integrieren und dann später auch eben offenlegen müssen, wie der Name schon sagt. Und last but not least dazu sagen, geht es um das Thema CO2-Benchmarks, wo zum einen zwei Benchmarks geschaffen werden, die nachhaltig, also als nachhaltig angesehen werden. Zum anderen gibt es ja sehr umfangreiche Offenlegungsverpflichtungen in Bezug auf ESG, die alle regulierte Benchmark-Anbieter, ich glaube bis auf Zins und Währung, wenn ich mich nicht täusche, anwenden müssen. So. Alle drei Gesetze sind hier im Entwurfsstadium. Man rechnet aber damit, dass bis Mitte oder Ende 2020 eben diese eben ins europäische Recht umgesetzt werden und dann auch je nach Entwurf auch entweder sofort oder nach einer gewissen Zeit für sämtliche Mitgliedstaaten und Unternehmen auch Gültigkeit haben werden. In dem Zusammenhang ist auch unbedingt diese TEG zu erwähnen. Das ist die Technische Expertengruppe, also ein hochkarätiges Beratungsgremium aus der Industrie und der Wissenschaft, was eben die Europäische Kommission und die Politik berät. Diese Kollegen arbeiten insbesondere an vier Punkten zusammen. Zum einen ist es hier das Thema NFRD, das ist die Erweiterung der bestehenden Direktive für freiwillige Offenlegung von nicht Finanzinformationen. Und diese Erweiterung bezieht sich jetzt eben auf das Thema klimabezogenes Reporting. So, das heißt also, sehr große Unternehmen, die üblicherweise auf Börsen notiert sind, die können das freiwillig anwenden, wenn sie eben ein Offenlegungsreporting nach Nachhaltigkeitsaspekten machen, beziehungsweise machen wollen. Und das Thema wurde jetzt diesen Montag verabschiedet. Ja? Also das ist schon das Erste, was schon nach den Empfehlungen von der Kommission umgesetzt wurde. Die anderen drei Themen ist also einmal Taxonomie und einmal die CO2-Benchmark, darüber haben wir schon gesprochen. Da wird die TEC bis Ende 2019 eben Entwürfe oder finale Entwürfe vorlegen und diese werden dann auch irgendwann auch ins Gesetz umgesetzt nächstes Jahr. Und das letzte Thema ist ja das Thema Green Bonds. Ja? Also bei Thema Green Bonds, das ist eben auch ein Standard, was freiwillig ist und was definieren soll, was quasi ein grüner Bond ist und wie die Prozesse dazu auszusehen haben und auch wie das zu prüfen ist. In dem Zusammenhang, genau, das war, also vorher war das jetzt hier erstmal die übergreifende EU-Ebene und jetzt gucken wir uns mal die drei wesentlichen Gruppen auf der EU-Ebene für regulierte Investoren an. Da sind die EBAF, also Einrichtung betriebliche Altersvorsorge, sprich Pensionskassen und ähnliche Gesellschaften,
Da sind Versicherungsgesellschaften, die Solvency II reguliert sind, und zum anderen sind Kreditinstitute, die Basel reguliert sind. Die sind im Wesentlichen alle noch, also da gibt es verschiedene Papers, auf die ich gleich eingehe, die sind im Grunde genommen alle noch in der Konsultationsphase, bis auf die EBAF. Also bei der EBAF wurde ja Anfang dieses Jahres die EBAF-2-Richtlinie verabschiedet oder die ALOF-2, und da steht jetzt schon drin und ist auch jetzt schon Pflicht, ESG-Risiken zu integrieren, also verschiedene Investment- und Risikomanagement-Prozesse zu integrieren und offen zu legen. Wie es aber eben so ist, ist die Direktive relativ ja, abstrakt formuliert oder generell formuliert. Das heißt, die ganzen, ich sag mal, spannenden und genauen Sachen sind jetzt auf der Konsultationsebene, wie Sie hier sehen, auf allen drei Ebenen aktuell noch oder werden aktuell noch abgestimmt. Ich glaube, wenn man diese drei Regulierungen oder diese drei Konsultationen vergleicht, sehen wir, dass die alle drei oder dass die Reise bei allen dreien in dieselbe Richtung geht. Es geht erstmal darum, dass diese ESG-Risiken, wie ich gesagt habe, integriert werden. Es ist aber auch nichts Neues, wie alle drei Aufsichtsbehörden das auch sagen. Zumal, ich sag mal, jeder gute Investment- oder Risikomanager sowieso jetzt schon alle wesentlichen Risiken integrieren muss. Das bedeutet, wenn es jetzt eben ein wesentliches ESG-Risiko gibt, würde man das jetzt schon integrieren, in welcher Form auch immer. Man muss aber sagen, was hier also deutlich anders ist, ist eben dieser explizite Charakter. Das heißt, ich muss ja nicht nur integrieren, sondern ich muss ja auch wirklich explizit unterstreichen, ja, und zeigen, wie ich sie integriere. Also ich muss sie nicht nur integrieren, sondern in anderen Worten auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier integriere ich sie ganz explizit. Und ich glaube, was auch ein spannendes Thema ist und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass eben von den drei Buchstaben E, S und G in Europa das Thema E, sprich also Environment oder Umweltrisiken, die höchste Rolle spielen und davon eben das Thema Klimarisiko, das Prio 1 Thema ist. Dieses Klimarisiko oder dieses klimabezogenes Risiko, besser gesagt, komme ich gleich drauf, was es bedeutet, wird aufgeteilt gemäß dem FSB-Bericht, also aus der Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Das wird runtergebrochen auf sechs Subrisiken, und genau diese sechs Subrisiken sollten auch eben berücksichtigt werden. Auch dazu kommen wir später, was es genau heißt und wie es dann zu machen ist. Im Gegensatz zu Banken sind die Versicherer und Pensionskassen auch sehr stark hier in Bezug auf quantitative Klimaszenarien oder auf diese Klimaszenarien fokussiert und schreiben auch dem Unternehmen auch wirklich vor, beim Thema Klimaszenarien auch wirklich bestehende Klimaszenarien zu nutzen und die Auswirkungen auf Marktwerte der Kapitalanlage oder versicherungstechnische Rückstellungen jetzt im Versicherungsbereich auch quantitativ zu erfassen. Bei Banken gibt es das Thema weniger, bei Banken gibt es allerdings das Thema Green Lending, was auch klar ist, weil Banken ja historisch gesehen auch schon immer in Anführungsstrichen die Green Lender dieser Welt waren oder in Europa waren. Deswegen haben die nochmal zusätzliche Anforderungen an Green Lending. So. Ein letztes Wort noch dazu, wenn man diese drei Investorengruppen vergleicht, glaube ich, sieht man schon deutliche Unterschiede. Also wenn man jetzt die Papers von der EIOPA für EBAF oder Versicherer liest, sieht man sehr deutlich, dass hier schon seit längerer Zeit sehr intensiv gearbeitet wurde. Es sind schon also mehrere Dutzende Seiten mit recht detaillierten und tiefer gehenden Erläuterungen und auch mit relativ heftigen Vorschriften. Bei Banken dagegen, dieses EBA-Paper, was rausgekommen ist, ist kein separates ESG-Paper, sondern das ist ein generelles Paper, Präsentationspaper zum Thema Loan Origination und Monitoring, und eben anderthalb Seiten davon sind zum Thema ESG und Green Lending. Das heißt, die Banken scheinen zumindest jetzt also noch etwas weiter weg vom Thema ESG zu sein als die Versicherer. Ist aber, denke ich mal, nur die Frage der Zeit, weil das Thema ist eben überall präsent und insbesondere im Versicherungsbereich hier sind die Anforderungen also wirklich auf sämtlichen Seiten, auch mit quantitativen Kennzahlen und qualitativen Erläuterungen und so weiter, also gibt es da schon eine ganze Menge. So, das denke ich mal, ist nur die Frage der Zeit, bis die Banken ebenfalls dieselben Anforderungen haben werden. Ist aber aktuell nicht. So. Und dann zu guter Letzt, und dann gehen wir auch in die konkrete Umsetzung, gucken wir uns mal das Thema Deutschland an. Und beim Thema Deutschland ist
festzustellen, dass die BaFin jetzt im Mai 2019 ein, ich glaube auch, so circa 80-seitiges Papier zur Nachhaltigkeit rausgebracht hat. Da sind jetzt keine Vorschriften, sondern einfach generell so Meinungen von verschiedenen Aufsehern und auch aus der Industrie. Was aber ganz klar auf einer der ersten Seiten steht, ist, dass die BaFin eben sich zum Ziel gesetzt hat, dass Deutschland zu einem Global Sustainable Finance Champion wird. Ja? Das heißt, von allen ESG-Anforderungen, die global jetzt irgendwie diskutiert werden, will BaFin auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein und auch ein Vorbild, oder Deutschland will ganz vorne mit dabei sein und auch ein Vorbild für den Rest der Welt darstellen. Das heißt, im Zweifel sind wir hier eher früher als später dran im weltweiten Vergleich und vielleicht sogar auch im europaweiten Vergleich. Also steht auch an verschiedenen Stellen von verschiedenen Aufsehern, sind vor allem finanzielle ESG-Risiken im Fokus. Also bedeutet Veränderung des Marktes der Kapitalanlage, kommen wir auch später nochmal dazu. Und wie ich vorher auch gesagt habe, geht es hier in der Tat um alle Finanzmarktteilnehmer. Also sei es jetzt Solvency II oder IOF2, Basel, UCITS, AFMD. Alle sind betroffen, alle müssen ESG umsetzen. Und um diesen Druck auf der nationalen Ebene auch zusätzlich zu verstärken, hat die BaFin angekündigt, spätestens Ende 2019 auch ein BaFin-Merkblatt zum Thema ESG zu veröffentlichen, wo dann auch nochmal ESG-Anforderungen auf der nationalen deutschen Ebene definiert werden. Und das ist sehr spannend, weil alle anderen Anforderungen auf der EU-Ebene bis dahin höchstwahrscheinlich noch nicht fertig sein werden. Das heißt, die BaFin will ja wirklich, also in Anführungsstrichen, Frontrunning machen und eigene Anforderungen für alle möglichen Finanzmarktteilnehmer in Deutschland oder mit Bezug zu Deutschland definieren, obwohl die Anforderungen auf der EU-Ebene hier noch nicht definiert sind. So, das bedeutet, wir sind hier wieder, ja, wenn wir in Deutschland sind, was ich vermute, die meisten hier sind, oder wenn die Kunden in Deutschland sind, sind wir hier auf der höchsten Regulierungsstufe, was das Thema ESG betrifft. So, das zunächst mal zu den Anforderungen auf der EU- und der deutschen Ebene. Und wenn hier erstmal keine Fragen sind, die können Sie auch jederzeit auch später stellen, sind wir oder gehen wir dann weiter zum Thema Investment- und Risikomanagementprozess. So, einen Moment. So, jetzt geht es weiter. Beim Thema Investment- und Risikomanagementprozess ist oder stellt sich erstmal die Frage, und das ist aus meiner Sicht auch die zentrale Frage überhaupt, wovon reden wir überhaupt? Ja? Also wenn wir das Thema ESG-Risiken meinen, was meinen wir damit? Worüber reden wir? Und das geht, wenn wir hier mit verschiedenen Marktteilnehmern sprechen, sehr bunt durcheinander. Also alle sprechen von ESG, meinen aber auch für anderes. Deswegen haben wir auf der nächsten Folie hier versucht, eine Definition bzw. eine Abgrenzung auf Basis von den Anforderungen eben darzustellen. Und wir sehen hier auf der linken Seite die ESG-Risiken. So, und bei den ESG-Risiken, wenn wir das definieren, geht es im Grunde genommen um die Abwertung des Assets, ja, im Zeitablauf oder um das Risiko der Abwertung des Assets im Zeitablauf aufgrund von ESG-Faktoren. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Asset habe und ein ESG-relevanter Sachverhalt, wie jetzt beispielsweise die CO2-Steuer eingeführt wird, könnte das sein, dass dadurch meine Kosten steigen und dadurch mein Marktwert sinkt. Ja? Und das wäre ein klassisches politisches ESG-Risiko im Rahmen von einem Transitionsszenario. Und das ist auch genau das, was wir messen wollen. Das heißt, wir wollen zunächst mal, und ich sage mal zunächst mal, nicht messen, ob es der Umwelt gut geht oder schlecht geht, ob wir damit Werte schaffen. Wir wollen zunächst mal wissen, was ist der Worst Case oder was ist der unerwartete Fall für meine Kapitalanlage, wenn ein ESG-Sachverhalt sich materialisiert. Und das ist eben genau das, worauf wir unser Augenmerk und auch unsere Risikomanagementsysteme ausrichten sollen. Was ist es nicht? Das ist vor allem nicht die Messung von ESG-Chancen. Und das ist erstaunlich, weil wenn Sie mit vielen, insbesondere Private Equity GPs sprechen, also Asset Managern, sagen Sie immer, ja, ESG, klar machen wir, das ist ja unsere ursprüngliche Aufgabe, losgelöst von irgendwelchen Regularien. Und das ist auch richtig, damit ist aber was anderes gemeint.
weil ein Private Equity Manager beispielsweise, der will vielmehr sich eine Anlage, wie Sie hier sehen, zu 60 kaufen. Und diese Anlage zu 60 will er über eine gewisse Veränderung, ja, also über ein gewisses Engagement, beispielsweise will er aus einem Kohle- oder ein Kohlekraftwerk oder eine kohlestoffreiche Firma, vielleicht durch Renewables oder nachhaltige Investitionen nachhaltiger gestalten und somit gegebenenfalls die Marktopportunität ergreifen und den Wert steigern und dann später verkaufen. So. Und dann diese 25 Euro hier einkassieren. Das ist eine ESG-Chance. Darum geht es nicht. Es geht also nicht darum, hier ESG-Chancen regulatorisch zu erfassen und Opportunitäten zu messen. Es geht nur darum zu gucken, was kann Schlechtes für meine Anlage passieren. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil das sind zwei vollkommen verschiedene Sprachen und ich gucke mir da auch vollkommen verschiedene Sachen an, auch wenn das so ähnlich klingt. So. Und womit es auch oft noch sehr stark verwechselt wird, ist das Thema Umweltrisiken. Also was kann, wir sehen hier die unglückliche Erde, ja? Also was kann passieren, dass wir die Erde ja, oder die Umwelt zerstören, in anderen Worten, und wie können wir Umweltschäden vermeiden? Auch darum geht es in erster Linie nicht. Ich sage gleich dazu, warum das hier in Klammern steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Landwirtschaft oder wenn die Landwirtschaft jetzt das Wasser verschmutzt beispielsweise, ist es ja ein Umweltrisiko, weil der Umwelt dadurch beide schlecht geht. Ja? Das ist aber nicht unbedingt ein ESG-Risiko, weil wenn der Markt und die Regulierung und die Marktteilnehmer dieses Risiko nicht einpreisen, gibt es gegebenenfalls kein Marktrisiko. Also Beispiel, wenn ich jetzt Solarpanels habe, ja, und diese politisch gefördert werden und die gegebenenfalls geringe ESG-Risiken auf dem Markt haben, kann es trotzdem sein, dass die Solarpanels aufgrund von ja, nicht nachhaltigen Batterien oder problematischen Geschichten aus der Umwelt sicher ein Umweltrisiko darstellen. Also was ich damit sagen will, das ist nur ein Beispiel, das kann man auch anders sehen, aber was ich damit sagen will, ist, dass das Thema Umweltrisiken und ESG-Risiken nicht immer Hand in Hand gehen und nicht unbedingt korrelieren. So, warum steht es aber hier in Klammern? Das steht hier in Klammern, weil die NFRD, von der ich vorher gesprochen habe, also das ist diese hier, die definiert ja, eine ziemlich heftige Anforderung, nämlich die Anforderung an die doppelte Proportionalität, also an die doppelte Materialität. Das bedeutet, die will das bei der Offenlegung, also für diese großen Unternehmen, die nach der NFRD offenlegen müssen, nicht nur die materiellen Auswirkungen auf die Assets dargestellt werden, sondern auch die materiellen Auswirkungen auf die Umwelt dargestellt werden. Und wie gesagt, das ist ein relativ schwieriges Thema, weil ein Umweltrisiko nicht immer im Marktwertrisiko eingepreist wird oder eingepreist werden muss. Und aus diesem Grunde ist diese Entwicklung ja auch zu beobachten, glaube ich, also das Thema Umweltrisiken. Man sollte sich, wenn man aber anfängt, zunächst mal auf das Thema ESG-Risiken fokussieren, weil das ist das Thema, was jetzt alle Regulatoren in erster Linie fordern. Denn jedes Finanzmarkt oder jeder Finanzmarktteilnehmer hat eben das Risiko, dass seine Assets abwerten, weil eben bestimmte ESG-Themen hier eintreten können. So, jetzt ist irgendwas mit der Präsentation hier passiert. Einen Moment. Genau, jetzt geht es wieder zurück. Dankeschön. So, jetzt wissen wir, worüber wir sprechen. Also um das zusammenzufassen, wir sprechen hier um die Abwertung der Assets infolge von ESG-relevanten Sachverhalten. Und jetzt überlegen wir uns, wie können wir denn dieses ESG-Risiko, was ja erstmal sehr abstrakt klingt, operationalisieren. So, und die Operationalisierung erfolgt von diesen ESG-Risiken zunächst mal aus der Sicht der Kapitalanlage, insbesondere im Marktrisiko. Das heißt also, es ist kein zusätzliches Risiko, was losgelöst existiert, sondern das spielt quasi als Risikofaktor in die bestehenden Risikokategorien ein. Das sagen auch die Aufsichtsbehörden. Also beispielsweise oder Aktienrisiko, Immobilienrisiko oder Stressrisiko. Ja, das sind also die Bereiche, wo das reinspielt. Die Definition von Environmental, Social und Governance, also wenn ich das jetzt aufsplitten will, ist von den Aufsehern relativ vage vorgegeben, bis eben auf das Thema klimabezogene Risiken. Beim klimabezogenen Risiken gibt es in der Tat sechs Subrisiken, die auch jetzt schon von diesem
CCFD-Report in 2017 erstmalig definiert wurden und jetzt auch von allen Aufsehern genauso auch übernommen werden und darauf auch, also auf diesen Report hier auch verwiesen wird. Und was sind es für Risiken? Das sollten wir uns mal anschauen, weil das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Risikomanagements hier, was klimabezogene Risiken angeht. Es gibt eben zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, wir bekommen es hin, die Erde bis 2100 auf die Erderwärmung von unter 2 Grad oder größer gleich 2 Grad des vorindustriellen Temperaturniveaus zu bringen. Wenn das passiert, wird es ja ganz signifikante ökonomische Veränderungen nach sich ziehen. Ja? Sie müssen sich überlegen, wir sind jetzt schon, wenn ich mich nicht täusche, bei 0,8 Grad Erderwärmung. Und wir sind in 2019 und haben nochmal also 81 Jahre Zeit, wo wir dann erst, wo wir nur quasi 2 Grad kumulativ erfüllen dürfen, haben also quasi nicht mehr so viel Guthaben, wenn man so will. Und wenn man dieses Guthaben eben das oder wenn man dieses Guthaben eben doch nicht nutzen möchte sozusagen, ja, und die Transition zur kohlenstoffarmen Wirtschaft vollbringen möchte, dann wird es ja also eine extreme Veränderung in wesentlichen Wirtschaftsbereichen führen. Und das ist eben genau der Punkt. Und genau das sollte man analysieren. Also wir sehen hier, gibt es hier Subrisikokategorien, das ist Politik, Technologie, Markt und Reputation. Was heißt denn das jetzt konkret? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Onshore-Windfarm habe, kennen Sie ja alle ganz gut, kann sich jeder was darunter vorstellen, könnte ich mir überlegen, als Asset Manager beispielsweise zu sagen, okay, also politisch werde ich hier gefördert als Wind, also habe ich wahrscheinlich ein geringes Risiko. Technologisch bin ich im Vergleich zu vielen anderen Anlagen auch extrem effizient und habe sehr geringe Carbon Footprints. Im Markt kann ich aber durchaus ein Risiko haben beispielsweise, weil mehrere Marktteilnehmer in den Markt drängen können, also in den Windmarkt und gleichzeitig die Nachfrage sinken kann, beispielsweise aufgrund von Energieeffizienz oder aufgrund von einem gestiegenen Umweltbewusstsein, wo Leute weniger Energie verbrauchen und so weiter. Das heißt, ich kann hier ein gewisses Marktrisiko haben und beim Thema Reputation dagegen könnte ich aber sagen, dass zumindest aktuell die Reputation von Wind sehr gut ist, in Europa zumindest, mal, sodass dann ein geringes Risiko ist. So. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann jeder von Ihnen anders sehen. Wichtig ist aber, dass das, was er anders sieht, er auch irgendwie unterlegt und vor allem auch quantitativ mit KPIs und Marktwertveränderung auf Basis von Klimaszenarien irgendwie unterlegt. So, und darum geht es. Ein Gegenbeispiel ist das Thema physisches Risiko. Beim Thema physisches Risiko sagen wir machen weiter wie bisher. Wir interessieren uns nicht für die Umwelt, kriegen diese ganze Transitionspolitik nicht hin. Und dann haben wir hier eine Erderwärmung bis 2050 von 4, bis 2100 von 4,5 Grad und mehr. 4,5 Grad und mehr, dass jeder versteht. Also da kann es auch sein, dass die Erde in großen Teilen auch unbewohnbar wird. Das heißt, es ist auch eine extreme Veränderung umweltbezogener Art sozusagen, die zu auch sehr signifikanten Risiken für die Kapitalanlage führen kann. Das eine Thema ist akut, das heißt, wenn eben aufgrund von dieser Erderwärmung beispielsweise meine Windanlage durch ein Erdbeben, durch das Erdbeben eben zerstört wird, dann kann es auch zu Marktwertveränderungen führen, logischerweise. Und das zweite Thema ist das chronische Risiko. Das heißt, beispielsweise kann es ja sein, dass es mehr Sonnentage gibt und weniger Regentage. Das mag die Fledermaus ganz besonders gern. Da muss ich also die Windanlage häufiger abschalten, habe weniger Revenues als Beispiel. Oder die Windstärken ändern sich und wenn sich die Windstärken ändern, habe ich ebenfalls weniger Revenue oder muss häufiger abschalten. So. Da sind also Beispiele zum Thema chronisch und physisch, machen wir nachher noch ein Beispiel. Aber das ist so die Idee, die hier die Aufseher verfolgen, dass genau diese sechs Risikokategorien auch für sich gesehen einzeln beurteilt werden und das eben mit qualitativen und quantitativen Indikatoren und auch Stressszenarien unterlegt werden. Das ist massiv, weil das gar nicht mal so einfach ist, das mal so runterzubrechen, aber das ist absolut erforderlich. Und ich denke, wenn man mit ESG startet und auch mit dem ESG-Risikomanagement und Reporting, ist das eigentlich das zentrale Thema überhaupt. So, also das zum Thema klimabezogen. Es kann auch sonstige Environmental-Risiken geben, dann auch die sozialen Risiken, dem Soziumschaden, also der Gesundheit oder der Menschen oder die Menschen diskriminieren und so weiter. So, und dann das Thema Governance ist eben das Risiko, dass bestimmte Praktiken wie jetzt und Interessenkonflikte, ja, oder Steuerhinterziehung und so weiter, dass die vermieden werden.
beziehungsweise das Risiko, dass sie sich materialisieren, erfasst wird. Und das ist eigentlich die Grundlage für das ESG-Risikomanagement und Reporting. Ich glaube, auf der Basis muss man das aufbauen und eben auch messen. So. Jetzt, wo wir wissen, was ESG-Risiken sind und jeder ESG-Risikokategorien, stellen Sie sich die nächste Frage: Wo können Sie überhaupt auftreten? Und wenn wir unseren Fonds ansehen, wenn wir unseren Fonds auch ansehen, dann gibt es eigentlich drei Ebenen. Das eine ist, jedes Asset kann ein ESG-Risiko haben oder mehrere ESG-Risiken haben. So. Und hier geht es darum, dass es auch Asset-individuelle Risiken geben kann. Also beispielsweise kann eine Windanlage vollkommen andere ESG-Risiken haben als eine andere, weil die eine steht vielleicht in einem Gebiet und hat eine gewisse Anzahl davon von Fledermäusen, die da ständig reinfliegen. Die andere hat keine Fledermäuse, steht aber neben dem an der Küste, wo eine Überschwemmung vielleicht passieren kann. Ja? Das heißt, ich kann ja nicht sagen, Wind ist Wind und Wind ist gut, sondern ich muss mir jede einzelne Anlage hier anschauen. Das gilt natürlich für alles. Wind ist nur ein Beispiel. Dann kann ich diese einzelnen Anlagen mit ihren Asset-individuellen Risiken auf der Fondsebene aggregieren und eben auswerten. Ja? Also dann habe ich eben keine Einzel-Asset-Betrachtung, sondern Portfolio-Betrachtung. Und darüber hinaus gibt es eben auf der Manager-Ebene, auf der GP-Ebene, natürlich noch das Manager-Risiko. Sprich, kann der Manager überhaupt ESG-Prozesse managen, unabhängig vom Portfolio? Ja? Also hat er Richtlinien? Ist er vielleicht bei irgendeiner Initiative? Hat er ein Manager-Rating? Hat er ausreichend Personal? Hat er ESG-Erfahrungen? Und so weiter und so fort. So, und diese drei Ebenen muss ich also messen und irgendwie so messen, dass ich sie später auch zusammen in Einklang bringen kann. Weil das nützt mir ja nichts, alles verschieden zu messen und das dann nicht aggregieren zu können. Ich muss zusehen, dass ich jedes davon so messe, dass ich es aggregieren kann. So. Und was gibt es also für zwei große Themenbereiche bei dieser Messung? Es gibt im Grunde zwei Themenbereiche. Das eine ist das Thema Manager Due Diligence. Das ist also dieses hier. Ja. Also ich gucke mir den Manager an. Ich gucke mir den Manager nach ESG Risiken an und schaue, ob dieser Manager ESG-Risiken angemessen managt oder anders, ob dieser Manager auch ein ESG-Risiko darstellt. Ich gucke mir also sein ESG-Rahmenwerk an, ich schaue mir an, wer bei dem dafür zuständig ist und was er für Gremien hat, ob der irgendwelchen internationalen Initiativen unterliegt, ob er schon gute Case Studies hat oder der diese Risiken gemanagt hat, vielleicht Beispielreports hat. Und ob vielleicht sogar jemand den extern geratet hat, obwohl das jetzt keine Anforderung ist, aber würde auch bei dieser Manager Due Diligence verhelfen. So. Das ist nichts Neues. Also bei der Manager-Auswahl gibt es ja relativ viel Erfahrung schon der Manager Due Diligence. Deswegen wird jeder einmal seine Manager Due Diligence genau um diese Aspekte hier erweitern müssen. Das andere Thema ist Produkt Due Diligence und hier geht es wirklich darum zu schauen, passt das Produkt zu meinen Anlagerichtlinien und was für Risiken ergeben sich eben aus dem Produkt? Ich kann mir hier, wie gesagt, quantitative Limits anschauen in Bezug auf die Investmentrichtlinien oder auch White- und Blacklist, was ja, sehr, ja sehr, sehr, sehr grobe Limite sind. Ich kann mir Labels anschauen, falls diese gegeben sind. Vor allem schaue ich mir aber das ESG-Risikoreporting an. Ja. Also ich gucke mir die KPIs an, ich gucke mir die Stresstest-Szenarien und überlege mir, was ergibt sich. Also bei der Stichtagsbetrachtung beispielsweise, was ergibt sich für ein Risiko für mein Portfolio und die einzelnen Assets. So, und das sind die beiden Ebenen und auf diesen beiden Ebenen muss ich das messen. Die Frage ist, wie mache ich das? Und da gibt es schon verschiedene Ansätze und ich glaube, wenn man sich jetzt den aktuellen Markt anschaut, sind diese Ansätze insbesondere im liquiden Bereich bei traditionellen Assets sehr ausgeprägt, im Gegensatz zu den alternativen Assets. Warum? Der Grund ist ein einfacher. Und ist eigentlich immer genau der Unterschied zwischen den traditionellen und alternativen Assets. Der Grund ist einfach, dass traditionelle Assets schon deutlich hohe Publizitätspflichten haben also generell einfach deutlich mehr ESG-Rohdaten, sind auch tendenziell auch deutlich größer, haben das auch die Kapazitäten, diese ESG-Rohdaten zu erheben. Diese werden oft irgendwie durch unter anderem externe ESG-Rating-Agenturen ausgewertet, auch wenn die oft inkonsistent sind, wie man der Literatur entnehmen kann. Aber da gibt es zumindest schon mal Daten und es gibt zumindest schon mal Methoden, das auszuwerten, sodass ein GP oder LP schon sehr gut darauf aufbauen kann. Das heißt, seine Arbeit kann sich in Anführungsstrichen nur auf die Validierung und die Aggregation reduzieren. Die anderen, also sprich Datenbeschaffung und Datenauswertung, erfolgt aber auf anderen Ebenen. Das ist ganz anders bei AI, weil bei AI habe ich sehr geringe Publizitätspflichten und somit auch wenig Daten.
Das heißt, beim Investor verbleiben auch ganz andere Aufgaben. Der muss diese Daten zunächst mal überhaupt erfassen. Das heißt, der muss zu jedem AI gehen und von dem versuchen, Daten auf seine Art und Weise zu erfassen und später dann auch auszuwerten und zu aggregieren. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, weil ich ganz heterogene Daten bei ganz heterogenen Managern und Assets irgendwie homogen erfassen muss. Und genau diese Herausforderung gilt es zu überwinden. Und das ist, was wir uns jetzt anschauen, wie man das gegebenenfalls darstellen kann. So, jetzt geht es um die Praxis. Jetzt wissen wir, warum wir das machen. Jetzt wissen wir, was das Risiko ist und auf welchen Ebenen es vorkommt und warum das bei AI eine ganz besondere Rolle spielt. Und jetzt gucken wir uns das mal an in Bezug auf die Manager Due Diligence zunächst mal. Die Manager Due Diligence, werden Sie ja wissen, kann ich durchführen, indem ich eben eine Erhebung des ESG-Rahmenwerks vom Manager mache. Wir machen das beispielsweise hier anhand von Fragen, die verschiedene Anforderungen abdecken und auch konsistent zu verschiedenen DDQs sind, von Verbänden und sonstigen Gremien oder Organisationen. Sie sehen hier, also man fragt erstmal nach der Organisation, ja, dann nach dem Prozess Pre- und Post-Investment und auch nach dem Track Record. Diese Fragen, die haben dann, also jede Kategorie, die hat dann auch einige Fragen-Items, die werden dann in einem Scoring-Modell, sei es über gewichtete Werte, sei es über Weakling-Kriterien oder sonstige Modelle, werden dann aggregiert und zu einem Score, also in unserem Fall jetzt von 1 bis 3, dann eben zusammengetragen. Und dann sehen Sie hier, kann man eben das Thema Manager-Scoring, kann ich dann sowohl stichtagsbezogen machen, als auch im Zeitablauf, wenn ich das natürlich jährlich mache. So. Und das Zweite ist, ich kann das nicht nur auf einer Manager-Ebene machen, sondern ich kann die einzelnen Manager natürlich ESG-mäßig vergleichen, ebenfalls stichtagsbezogen und im Zeitablauf. Und wichtig ist nicht, dass man da irgendwas eingibt, sondern wichtig ist vor allem das Thema Kommentar. Das heißt, ich muss es auch irgendwie begründen, warum ich dem eine 1 oder eine 2 vergebe. Das ist eigentlich da, wo die Musik spielt. Das ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Wichtig ist nur, dass wenn ich hier Scores vergebe und ich auch auf der Portfolio- und Asset-Ebene Scoring vergebe, dass die Scoring-Skalen konsistent sind. Also, dass ich am Ende die Manager-Due Diligence und die Produkt- und Asset-Due Diligence zusammenführen kann. Deswegen macht es auch Sinn, das Rahmenwerk für beides konsistent aufzusetzen. Ansonsten kriege ich es nachher nicht aggregiert und dann habe ich eine relativ geringe Aussagekraft. So, wie läuft es auf der Asset- und Fonds-Ebene? Auf der Asset- und Fonds-Ebene muss ich mir jedes Asset anschauen in Bezug auf diese Risikokategorien, die ich vorher dargestellt habe. Das heißt, ich muss den Asset Manager oder also den GP, wenn ich in einen Fonds investiere, oder die Portfolio Company, wenn ich direkt in die investiere, muss ich fragen, sag mir bitte, wie du die Risiken einschätzt und muss dann seine Informationen, die ich von dem erhebe, irgendwie beurteilen. Also ich muss die dann eben beispielsweise qualitativ scoren oder ich kann die qualitativ scoren. Dann eben auch mit Begründung logischerweise, kann aber auch und sollte auch qualitative und quantitative KPIs definieren, insbesondere diese Klimaszenarien. Das heißt, ich muss zu jedem quasi gehen und bei dem über eine standardisierte Input-Schnittstelle muss ich von dem diese Inputs erheben und dann ebenfalls auch aggregieren und dann zu sämtlichen Aussagen hier, wie Sie sehen, also zusammenfassen. Ja? Da kann ich also die einzelnen Risiken auf der Einzelebene bewerten, oder Limits definieren, Benchmarken miteinander vergleichen und so weiter und so fort. So. Das heißt, hier ist eigentlich die Kunst, insbesondere beim Thema Inputbeschaffung. Ich muss also zu den einzelnen Assets quasi gehen, sei es Manager oder Portfolio Company, und von deren die Daten erheben. Und das ist natürlich es ist keine triviale Aufgabe, weil ich muss mit dem regelmäßig darüber sprechen und auch erklären, was ich eigentlich haben will. Weil nicht jeder hier natürlich die Daten auch liefern wird. So, und das Ganze muss ich auch validieren, was er mir liefert. Also die kann ich nicht einfach eins zu eins übernehmen. Also relativ viel, was ich mit den Händen hier individuell quasi anfassen muss. Und das bringt mich eigentlich auch schon ja, zu diesem Beispiel. Das ist das Thema Windgeschwindigkeit und Windassets. Ja? Also hier könnte man sich ein Szenario, ein bestehendes RCP-Szenario anschauen, wo man beispielsweise auf Basis von wissenschaftlichen Szenarien anschauen kann, wie sich die Windgeschwindigkeiten ändern. Und diese Windgeschwindigkeiten kann ich dann in ein Financial Model einbauen beispielsweise und schauen, was dann mit dem Marktwert des Assets passiert.
Gegebenenfalls wird nichts passieren, weil, wie Sie sehen, passiert hier relativ viel bis 2050 und die meisten Assets werden ja nicht so lange laufen. Ich muss es aber trotzdem machen, weil ich der Aussicht nachweisen muss, dass ich es mir zumindest mal angeschaut habe. So. Dasselbe kann ich hier mit Sonnentagen machen und Fledermäusen und sonstigen Sachen oder auch akuten Risiken. Ich muss aber also ganz genau die Risiken erfassen und mit meinem Finanzmodell in Einklang bringen. Das ist jetzt nur ein Beispiel hier. Das bringt mich schon zu meinem Fazit, nämlich, denke ich mal, falls Sie überhaupt nicht zugehört haben, sollten Sie sich zumindest bei diesen drei Punkten merken. Zum einen ist ja immer die Frage, ab wann muss ich was machen? Die Antwort ist, wenn Sie in Deutschland Bezug haben, müssen Sie schon in 2019 darauf einstellen, dass dann Rundschreiben kommt und Sie jetzt schon was machen sollten, also in 2019. Das zweite ist, es reicht nicht, nur den Manager anzuschauen oder nur mal einen Sektor anzuschauen. Ich muss hier sehr tief rein. Ich muss also Daten erheben, sowohl vom Manager als auch von den Assets. Und das auch regelmäßig. Und muss dann später auch natürlich dieses ESG-Risikomanagement auch auf diesen drei Ebenen dann entsprechend der Datenerhebung auch vollziehen. Nämlich auf der Manager-Ebene durch die Manager-DD, auf der Asset-Ebene durch die Asset-DD. Und eben auf der Gesamtportfolio-Ebene, indem ich die einzelnen Manager und Assets aggregiere und mein Gesamtrisiko als LP insbesondere sehe. Das bringt mich, denke ich mal, zu einem klaren Fazit, nämlich das Thema ESG-Risikoreporting und Risikomanagement sollte sofort eigentlich schon implementiert werden. Das ist unvermeidbar, dass das eine große Rolle spielen wird. Ich denke mal, da sollte man nicht warten, bis die Anforderung auch umgesetzt werden, sondern es lohnt sich jetzt schon damit anzufangen, was auch viele Marktteilnehmer auch schon machen, denke ich mal, wie Sie merken. Und vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Wir haben gerade jetzt insgesamt Zertifikatsprogramme für alternative Investments in Kooperation mit dem BAI und der Uni Oldenburg gestartet. Da behandeln wir nicht nur das Thema insbesondere, also da behandeln wir nicht nur sämtliche Themen in Bezug auf alternative Investments, sondern auch das Thema ESG-Risiken, sowohl sage ich mal, von der Risikomanagement-Seite als auch von der Regulierungsseite und können dann für Praxisteilnehmer eine einzigartige Weiterbildungsmöglichkeit hier anbieten, die auch von einer öffentlichen Stelle der Universität Oldenburg auch vergeben wird. So, wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hier können Sie weitere Informationen einsehen und ansonsten bedanke ich mich für die Teilnahme und stehe für sämtliche Fragen jetzt zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank schon mal von meiner Seite, Jegor. Eine sehr gute und auch praxisorientierte Darstellung, eben in welcher Form man jetzt auch eben die ESG-Kriterien im Rahmen von Risikomessung und Risikosteuerung implementieren muss. Über unser Online-Tool sind während der Präsentation keine Fragen eingegangen. Ich möchte deswegen an der Stelle Ihnen aber die Gelegenheit geben, im Nachgang zu diesem Webinar Fragen an uns oder auch natürlich direkt an den Herrn Tokarewitsch zu senden, wenn Sie da noch Fragen, Klarstellungsbedarf etc. haben. Wir selbst werden als Verband wirklich weiterhin natürlich jetzt diesen gesamten Prozess begleiten. Gerade jetzt bin ich auch dabei, den Taxonomiebericht mal näher zu evaluieren, um dann auch zu sehen, wie können wir dort in Zukunft auch unsere Mitglieder und Branche noch mit eben stärker einbeziehen. Wir planen auch für den Herbst einen ESG-Workshop verbandseitig. Möglicherweise findet der Ende September statt. Da sind wir gerade in den weiteren Planungen. Da wird es uns eben darum gehen, die vielen Facetten der Sustainable Finance Initiative, die ich eben skizziert habe, mit den einzelnen Maßnahmen, Auswirkungen, egal ob für die Manager im Bereich Regulatorik, aber auch eben das, was wir heute im Webinar gehört haben, noch einmal zu vertiefen, um dann eben auch diesen sich schnell entwickelnden Prozess, wo wir jetzt eben in Zukunft auch beispielsweise im Hinblick auf Änderungen von AIFMD und OGA, von MiFID etc., von Solvency, sehr schnell auch Durchführungsvorschriften
der entsprechenden Aufsichtsbehörden sehen werden, sodass hier eben dieser Prozess sich nicht nur weiter fortbewegt, sondern schnell fortbewegt. Und insofern war es auch vollkommen richtig, vom Herrn Tokarewitsch nochmal darauf hinzuweisen, es ist erforderlich, sich jetzt auch schon dort mit intensiv auseinanderzusetzen. Der Prozess ist nicht so aufgesetzt, dass man jetzt noch erstmal noch ein Jahr warten kann, bis am Ende alles final abgesegnet ist und beschlossen ist, sondern es ist auch die Erwartungshaltung, und das ist auch der Aspekt, den Herr Tokarewitsch hatte, das BaFin Papier, Erwartungshaltung an beaufsichtigte Institute, egal ob es jetzt eben Banken, Versicherer, Asset Manager oder sonstige Finanzdienstleister sind, dieses Papier, Erwartungshaltung an die Implementierung von ESG-Kriterien wird bis Ende des Jahres kommen, und dann erwartet die BaFin auch, losgelöst beziehungsweise auch im Vorgriff auf eben die weiteren Maßnahmen der Sustainable Finance Initiative, dass hier in Deutschland beaufsichtigte und tätige Institute hier sich mit auseinandersetzen und dort mehr oder weniger auch dem entsprechen. Also insofern kann ich das hier nochmal unterstreichen. Jetzt auch von unserer Seite erstens ganz herzlichen Dank an Herrn Tokarewitsch noch einmal, und herzlichen Dank an Sie für diese Zeit, dass Sie uns jetzt oder dass Sie am Webinar teilgenommen haben. Wie gesagt, Fragen etc. gerne im Nachgang an uns beziehungsweise auch direkt an Herrn Tokarewitsch. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und grüße Sie. Ja, danke auch. Fragen jederzeit gerne. Schönes Wochenende zusammen.